Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario 3D Land. Ja, weiter geht's hier, langsam zum Endspurt, Welt 8.5. Es wird nicht einfacher in diesem Spiel, es wird ganz im Gegenteil eher ätzender. Wir waren es hier bei diesen Plattform-Shit hier auch hin. Sie aus und sehen kann beispielsweise. Ne, ach Gott, hier geht's weiter. Digga, das ist ja richtig ätzend hier. Oh oh. Hier ist viel Springen ange. Scheiße. Und ich spring da runter. Geil. Digga, das ist mal hier abnormal ätzend, dieses. Ich denke, wie bei jedem Level ätzender kann es nicht werden. Ich spiele ein Level und wünsche mir es die alten Scheiße zurück. Einfach weil die besser ist als das, was wir jetzt hier haben. Schon wieder, es macht denselben Fehler. Es macht denselben Fehler wie gerade auch schon. Das darf aber nicht wahr sein. Komm, David, streng dich ein bisschen an. Du musst dich in der Welt noch besser und weiterkommen. Wie schafft man es da dran vorbeizuspringen? Wie schafft man das? Wie? Wie? Ich kapier das nicht. Das ist mal nur Talk hier. Real Talk. Also dieses Schnitzel-Fuck-Dinger müssen wir auch noch treffen. Also erstes Mal feierlich hier, was hier abgeht. Ja, da trifft mich ja auch noch, ist ja normal. Komm, wir machen weiter. Ich pack das jetzt. Wir packen das jetzt hier. Go, go, go. So sehr wird das Spaß jetzt noch nicht sein. Wenn ich machen wir einen Spaß, ganz Spaß. Ich glaube, hier in dem Zeichen, da gibt es auch keine Hilfe-Items. Was in dieser Welt meine ich, was die Sache hier ein bisschen verschweren wird. Weil die Welt hier einfach nur für Pros ist. Gedacht ist. Muss man eigentlich einfach theoretisch nur ausweisen. Hier warten wir jetzt, bis die Plattform wieder da ist, weil Zeitmangel ist hier jetzt mal nicht. Junge, wieso bekommt man diesen einen Size-Sprung hier nicht hin? Wieso springt ihr da immer einen fucking Size-Drecks-Abgrund? Ihr hackt's doch. Oh,
so. Ich selber hätte nicht unbedingt gerade einfacher hier, würde ich mal behaupten. Der kleine Denkfehler hier wäre mir beinahe erst zu Fängnis geworden. Hey, wie ist denn? Hä? Wie fuck hätte man dran kommen sollen, Alter? Alles Klöde. Das ging aus Salzmomenten. Bin ich scheiße froh. Diese Kleinwände. Ich hätte sie keine 2 Minuten ausgehalten. No Soak. Jetzt haben wir sogar mit fast an der Spitze das Level dann doch gesauft. Mit der kleinen Hilfe aus ist es halt so. Yay. Yeah. We have done it. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird mit den letzten beiden Leveln. Ich glaube, dass wir fürs Endlevel noch sehr, sehr viel Starcoins mehr brauchen. Das darf was wir jetzt einfach noch nicht haben. Ne, okay, für das Level. Ne, 405 Münzen. Und fürs allerletzte auch. Ist auch so das letzte. Da fehlen sogar nur 5 Münzen, ne? Das machen wir jetzt aber anders, liebe Leute. Das letzte Level spielen wir auf meinem alten Account, wo ich komplett durch bin und auch in alles freigeschaltet habe. Hier sind wir nun am Welt 8 Castle. Joa. Dead Red ist not easy. Auf der anderen Account ist da sehr viel Leben und auch eben 2 Items. Und was hier ist, ist jetzt mit das Feuer-Item hier möglichst lang zu behalten. Also am optimalsten das Level über bis zum Bowser. Das ist da dann vielleicht das eben Switze. Das heißt, war das knapp. So. Muss man relativ schnell hoch, sonst haben wir gar nicht Problem hin. Dann springen wir hier jetzt ab. Oh, die Kamera kam jetzt gleich weg. Wir müssen jetzt einfach kurz warten und können dann rüber. Wunderbar. Jetzt habe ich auch das verdammte Feuer-Item hier und ich habe auch noch ein anderes Item in der als Ass im Ärmel, falls wir das jetzt hier nicht hinbekommen sollten. Ja, shit. Aber ich habe gesehen, wenn man hier alle 3 Hammerpuder tötet, ist man ja auch wieder im Vorteil. Durch die Frage, wo ist der dritte Klapsbarten, ne? Da ist er. Danke. Gut, jetzt haben wir das Item. Na, bekommen wir es jetzt hin. Der Zuversicht ist, so hier ist es jetzt irgendwie Weg finden. Gut. So, wir sind halt jetzt richtig ätzende Plattform. Oh, und da ist Bowser. Und den jetzt zu besiegen, das ist nicht einfach hier. Das braucht Skill, aber es ist machbar. Man im Prinzip muss bei Eis an ihn vorbeihüpfen, ne? Und das ist das, was hier im Prinzip so hammer... Haha, passt jetzt wortwörtlich. Aber das Erste, was hier so hammermäßig schwer ist, Mario fallen mir nicht in die Lava.
Wasser einfach nichts, danke. Und das wird's ätzend. Jetzt beginnt es ätzend zu werden. Shit. Das war dumm. Ja, ist gut. Nein. Yeah, Mann. Digga. Wie habe ich das so schnell geschafft? Wie? 3 Minuten 38. Was zum Fuck? Oh mein Gott. Jetzt, das ist nicht real, ne? Die Shit ist jetzt nicht real. Oh mein Gott. Digga. Oh yeah, nice, nice. Sickest Castle. Und ich glaube, wir sind gleich da. Um Pete zu holen. Auch wenn wir jetzt klein sind. Wir haben es geschafft, das Level. Und zwar 4 Minuten 36. Ordentlich, ordentlich, ordentlich. Kann man sich nicht beschweren. So, die Frage ist, wo bleibt Pete? Also, um es aufzulösen, Pete, es lebt nochmal weiter. Da gab es noch Fressen, du kennst jetzt, es kommt, weil wir es schon freigeschaltet haben. Und mit diesem End, der mit dem Level hier und mit was wir aber mal skippen, am Darklin Endbosse machen. Das Level hat es nochmal ganz schön in sich. Das machen wir im nächsten Part von Super Mario 3D Land, was dann zugleich der letzte Part sein wird. Darauf konnte ich euch freuen. Das war es soweit mit dem Part, liebe Leute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.